Hi, ich bin's wieder, Janine. Schön, dass du wieder bei einem neuen Video von mir dabei bist. In diesem Video zeige ich dir den Flaconi Love Brands Adventskalender. Das ist diese Schätzchen hier. Und ich bin gespannt, was drin ist. Ich habe mir den Adventskalender selbst gekauft und würde mich freuen, wenn du dranbleiben würdest. Bevor es losgeht, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest, um keines meiner Videos mehr zu verpassen. Und bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Ich habe eine Adventskalender-Playlist. Da habe ich schon einige Adventskalender gezeigt und unboxed. Zu einem Adventskalender gibt es auch einen Look bzw. ein Testvideo. Und ja, alle Adventskalender, auch dieser Adventskalender, habe ich mir selbst gekauft. Kurz ein paar Infos zum Adventskalender. Der Adventskalender hat 119,99 Euro gekostet, also knapp 120 Euro. Und wir bezahlen pro Türchen ca. 4,99 Euro, also knapp 5 Euro. Den Adventskalender habe ich mir gekauft mit einem Rabattcoupon. Ich gehe aber bei den Preisen und bei den Preisen pro Türchen immer vom Original aus. Ich hoffe, da ist was Gutes drin. Weil 120 Euro auch mit Rabatt, je nachdem, was man dann bezahlt, ist natürlich auch eine Hausnummer. Und was ich hier schön finde, ist halt zum einen das Design. Das hat so ein bisschen was Marmorartiges. Die Schächtelchen sind zum Wiederverwenden und am besten gefällt mir, dass die Zahlen in weiß gedruckt sind und durch den Kontrast sieht man das halt gut. Ich trage normalerweise eine Brille, ich trage aber keine Brille in Videos, weil das einfach mit den Studiolichtern spiegelt. Und es ist schön, dass man da die Zahlen gut lesen kann. Ein paar sind auch in lila, aber das kann ich auch gut lesen, weil ich sonst immer suchen muss mit den Zahlen. Los geht's mit der Nummer 1, sofern ich die rauskriege. Ja. Und am Ende siehst du auch nochmal die Übersicht über alle Produkte. Die Nummer 1, das sind schöne Schächtelchen in einer schönen Pappe. Das ist auch, also das wirkt auch sehr, sehr hochwertig in der Haptik. Und ich gucke, was in der Nummer 1 drin ist. In der Nummer 1 ist von der Marke Murad das Hydration Cellular Hydration Repair Serum in 30 ml. Die Marke Murad kenne ich, oder ich weiß nicht, wie man die ausspricht richtig, aber die Marke kenne ich, das sagt mir was. Die sind auch nicht günstig. Ich weiß nicht, was das Produkt kostet, aber das ist schon eine Marke, die ist nicht ganz so günstig. Ich hole mal das Produkt raus. Das könnte auch von der Verpackung so ein Avant-Produkt sein, ne? Also es wirkt schon mal sehr, sehr hochwertig. Ich kann leider nichts zu diesem Produkt sagen. Aber ich glaube, das sind wir schon über diese 5 Euro pro Türchen. Ich habe den Inhalt schon gesehen bei anderen Influencern. Ich habe mir aufgrund des Inhalts auch den Kalender gekauft, aber ich war jetzt im Urlaub und weiß nicht mehr ganz genau, was drin ist. So, wo ist denn die Nummer 2? Hier. Ah, ich finde es immer schön, wenn ich Kalendertürchen gleich entdecke. Nummer 2 ist ein kleineres Schächtelchen, aber das, die Pappe, die ist schon dick, ne? Also was ich auch gerne mache mit solchen Schächtelchen ist, dass ich mir die größeren aufhebe, dann die Zahl überklebe mit einem Sticker und da halt ein kleines Geschenk reinmache, so für eine Freundin oder für die Oma, je nachdem, was es halt ist, was ich verschenke. Dafür eignet sich das ganz gut. Da hast du nämlich, ein kleiner Spartipp, das Geschenkpapier gespart. Und einpacken kann ich nicht so gut. Oh, da freue ich mich. Und zwar von Professional Sebastian, das Dark Oil. Das ist eine Marke, die kenne ich auch. Zum Produkt kann ich auch nichts leider sagen. Aber das ist ein Produkt, das ich, glaube ich, schon öfter auf Social Media gesehen habe. Ich brauche neues Haaröl für die Fitnessstudio-Tasche. Und das ist mit 30 Millilitern eine gute Sache. Und ich hätte einen Wunsch an den Adventskalender. Ich hätte den Wunsch, dass da nicht so Zeitschriftengrößen drin sind. Zeitschriftengrößen sind so ganz kleine Dinger, die du früher in den Zeitschriften gekriegt hast. Weißt du, so Mini-Dinge. Und das hätte ich ganz ungern in einem Kalender für über 100 Euro. Die Nummer 3. Das ist von Eborian, das CC Red Correct Spektrum Sunscreen. Nee. Das ist halt so eine CC-Creme, die wahrscheinlich grün ist, um das Rote zu kaschieren. Das wäre jetzt auch sowas mit einer Größe, die Zeitschriftcharakter hat, aber das lassen wir nochmal durchgehen. Und ich glaube, das verschenke ich gleich an meine Oma, weil die Rötungen hat. Ich habe gerade eben etwas länger die 4 gesucht, dabei war sie direkt vor meiner Nase.
Ich finde ja auch, ne? Ich finde diese Päckchen so schön. Die hatten auch vorletztes Jahr das gleiche Design in so rot-orange. Das finde ich sehr schön. Das ist auch was Schönes. Von Marc Jacobs Daisy Wild Body Lotion in 50 Millilitern. Das ist ja dieser neue Duft, der da gehypt wird. Der soll ja ein bisschen bananenartig riechen. Der hat sowas von... Ja... Der riecht so ein bisschen blumig-bananig. Der riecht so ein bisschen wie so eine, wie wenn man an so einer grünen Banane nicht riecht, aber so eine frische Banane irgendwie. Nicht so die, wo schon ein paar Tage liegen, sondern noch eine grüne Banane. So ein bisschen riecht das, aber in ein bisschen blumig und in damenhaft, ein bisschen elegant. Falls du neu auf meinem Kanal bist, meine Beschreibungen wirken manchmal etwas seltsam, aber ich bin halt auch eine seltsame Person. Die Nummer 5, eins der größten Türchen, ein Tag vor Nikolaus. Das ist von der Marke Corex das Six Peptide Skin Booster Serum. Das ist auch eine große Größe. Das ist auch eine Marke, die man schon gehört hat, ich aber noch nie was getestet habe. Mal gucken, wie das aussieht. Also das ist jetzt schon das zweite Serum. Ich hoffe, da kommt nicht allzu viel Serum noch nach. Das ist so ein flüssiges Produkt, also so ein ganz flüssiges wie Wasser. Da bin ich auch mal gespannt. Und die Nummer 6. Nikolaus, da hätte ich gerne ein besonderes Produkt. Wir haben hier zwei Dinge von Lancôme drin. Das ist zum einen ein Gutschein. Da bekommt man 10 Euro bei einem Mindestbestellwert von 49 Euro auf Lancôme-Produkte. Kann ich jetzt nicht immer was damit anfangen. Und eine kleine Parfüm-Miniatur. Das ist auch, das wusste ich noch, dass das drin ist. Von La Vie et Belle Le Elixir Eau de Parfum. Das ist hier dieses neue. Das ist doch, dass das nach Himbeere riecht, oder? Das ist hier so ein kleines Fläschchen. Ich rieche mal dran. Ja, das ist dieses Himbeere-Parfüm. Ne? Also es riecht schon nach Himbeere. Das habe ich auch in einer Probegröße mal gehabt. Und das riecht wirklich gut. Ne? Nummer 7 ist ein Produkt von Kiko. Ich glaube, das ist so ein Lidschatten. Ja, das ist ein Lidschatten der Water Eyeshadow in der Farbe 03. Das ist so ein Champagnerton. Ich finde, der ist sehr universell gewählt, was ganz gut ist, weil das steht jedem. Und auch so der Print da drin. Ich mag ja Kiko eigentlich ganz gerne. Ich finde es schade, dass in Deutschland Kiko nicht mehr gezeigt wird und dass man das auch außer online nicht mehr kaufen kann. Ich finde es schade, was mit Kiko passiert ist. Nummer 8. Das ist von Color Wow der Extra Large Bombshell Voluminizer. Color Wow ist eine Marke, die würde ich gerne mal testen. Ich habe auch eine kleine Größe Shampoo und Spülung. Voluminizer brauche ich jetzt nicht für mein Haar, weil ich ganz froh bin, wenn da nicht so viel Volumen ist. Platz das Kopfkissen und so. Mal gucken. Das Produkt verspricht, das Haar zu verdicken, ohne es auszutrocknen. Und man soll das eben in den Ansatz geben. In handtuchtrocknes Haar. Ich bin ganz froh, wenn mein Haar mal nicht voluminös ist. Ist jetzt nicht so ganz mein Produkt, aber gut. So, nach der 8 kommt normalerweise die 9. Bin ich da richtig informiert? Wo ist denn die 9? Hat jemand die 9 gesehen? Ach, hier ist die 9. Ein ganz kleines Türchen. Meine liebe Freundin Dr. Barbara Sturm haben wir hier mit einer Face Cream Molecular Cosmetics Made in Germany. Ist halt hier so eine ganz, ganz kleine Creme. Ne? Wie viel Milliliter haben wir da drin? 3,5 Milliliter. Das ist eine Anti-Aging-Gesichtscreme. Und sonst steht da nichts drauf. Ja, Dr. Barbara Sturm, das ist halt eine Marke wie Avant. Wenn man das irgendwo drin hat, hat der Kalender gleich 100 Euro mehr Wert. Was halten wir davon? Kleine Frage in die Kommentarrunde. Ich würde mich sowieso freuen, wenn du mir schreiben würdest, wie du den Kalender findest. Wo ist denn die 10? Ist wieder ein großes Türchen mit dem schönen Muster hier. Ich liebe ja Marmormuster und Glitzer und bist du immer dabei. So, oh, die Nummer 10 ist ein großes Produkt für die Haare. Das freut mich. Von Revlon Equave Hydro Instant Detangling Conditioner. Das ist ein schönes Produkt. Also ich kenne das Produkt nicht, aber das gefällt mir. Und
Revlon Professional ist auch eine Marke, mit der kann man gute Ergebnisse erzielen. Also finde ich gut, eine Full Size. Aber wie schön schnell sich die Produkte auspacken lassen aus den Kästchen, das finde ich schon mal gut. Die Nummer 11, da geht es weiter mit. Eine Sache von Yves Rocher, finde ich gut, dass die Marke drin ist. Das Hydra Vegetal Serum Hydration Nonstop 100 Stunden Feuchtigkeit. Ich gehe mal davon aus, dass das auch eine Full Size ist. Ich habe auch von Yves Rocher den Adventskalender gezeigt. Und ja, ob ich da zufrieden war oder nicht mit dem Adventskalender, kannst du in der Playlist sehen. Oder das Video verlinke ich dir mal hier. Ich mache auch zu jedem Adventskalender einen Short. Da würde ich mich auch sehr, sehr freuen, wenn du die liken würdest, kommentieren würdest. Und du kannst gerne bei meinen Shorts mal vorbeischauen. Ich habe nicht so viele Shorts, aber ich würde mich sehr über Support freuen. Nummer 12, das ist die Halbzeit. Von OPI der Nail-Lacker in der Farbe Aurora Berry Nails. OPI ist eine Nagellackmarke, die war super, super in vor 10, 12 Jahren ungefähr. Da hatte jeder Beauty-YouTuber gefühlt OPI-Lacke verwendet. Da gab es noch nicht Neonail oder der andere Kram. Mit OPI nicht unbedingt die besten Erfahrungen gemacht. Ich habe mir mal zwei Lacke gekauft und die waren beide nicht deckend, haben nicht getrocknet, aber vielleicht ist das hier anders. Aber von den Nagellacken, die ich getestet habe, finde ich nicht, dass die ihr Geld wert sind, aber vielleicht ist der besser, vielleicht ist es einfach ja, eine andere Formulierung. Wir werden sehen. Und kurzes Zwischenfazit nach dem Türchen Nummer 12. Ich finde den Adventskalender bis jetzt super. Es gibt kein Türchen, wo ich jetzt sagen würde, boah, das ist voll der Mega-Flop. Man muss natürlich immer sagen, dass nicht alle Produkte für alle Leute immer geschaffen sind, aber das ist völlig in Ordnung. Die Nummer 13. Jetzt kommen wir zu dem Produkt, weshalb ich mir den Kalender gekauft habe. Also nicht nur, aber auch. Und zwar von Revital Lash haben wir hier ein Wimpernserum. Also das ist hier diese Mappe. Und dieses Wimpernserum hier ist drin. Ich habe ja nach Alternativen gefragt zu dem Lash Cocaine, weil das ja reformuliert wurde letztes Jahr. Und bei mir das nicht mehr ganz so gut funktioniert. Und ganz, ganz viele haben geschrieben, versuch doch mal Revital Lash. Und ich habe mir den Preis angeguckt und dachte mir immer, nee, nicht so ganz. Und jetzt ist es halt hier drin. Das war ein Produkt, auf das ich mich gefreut habe. Und wir haben 0,75 Milliliter. Ist natürlich eine kleine Größe. Aber so ein Lash-Serum, das hält ja auch. Ne? Man soll es natürlich irgendwann aufgrund hygienischer Bedenken austauschen. Aber es ist ja nicht so, dass man das innerhalb einer Woche leert oder aussortiert. Türchen Nummer 14 ist ein kleines Türchen, aber wir haben hier von Shiseido zwei Produkte drin. Und zwar ist das die Uplifting and Firming Eye Express Mask, also so eine Augenmaske von Shiseido. Würde ich mir im Leben nicht kaufen, weil ich finde die Augenmasken sowieso, genau wie alle anderen Einzelsachets, ich sage es immer wieder, das ist vielleicht mal für den Moment cool, aber es ist nicht, dass es irgendwie irgendeinen nachhaltigen Effekt hat auf deine Haut oder auf die Augen. Schön, dass man das drin hat. Wenn man sich total luxuriös mal fühlen möchte, dann kann man das gerne verwenden. Ich würde aber nie so viel Geld für eine Augenmaske ausgeben, zumal ich mir auch die Augenmaske irgendwie, so Augenpatch-Dinger da noch nie irgendwie gekauft habe. Bin ich ganz ehrlich, entweder habe ich es aus Trashy genommen oder es war in der Box drin oder irgendeine Freundin hat gedacht, so, ich habe eine Augenmaske, ich gebe sie Janine. Nummer 15. Ich merke auch wieder, dass ich so, so ins Reden komme. Das mögen ja einige nicht so, wenn ich so viel rede. Aber herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier darf ich reden. Oh, okay. Wir haben hier ein Produkt von Bare Minerals in der Nummer 15, das Gen Nude Highlighting Blush. Was ist denn ein Highlighting Blush? Wir gucken gleich. Bestimmt so ein Blushleiter, was ein Highlighting Blush wahrscheinlich ist. Ich bin aber heute mal wieder logisch. Das ist so ein Blush-Highlight-Produkt, so nach meinem Geschmack. Also ich benutze halt sowas einfach als Blush. Da spart man sich auch den Highlighter. Das ist eine super schöne Farbe. Also ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Das ist so ein Roségold. Und wir lieben ja hier Roségold auf meinem Kanal. Also ich. Und oh, das ist aber schön. Nummer 16 ist von Ahava die Hyaluronsäure Leave-On-Mask. Ja, die soll hydraten, was hier unten auch steht. Ich lese jetzt mal.
Die soll man einmassieren, nachdem er das Gesicht halt gereinigt hat, ist klar, ins Gesicht und auch so im Nackenbereich und für 10 Minuten drauf lassen, den Rest einmassieren und das kann man ein bis zweimal die Woche verwenden. Da steht, also die soll wohl nicht abgespült werden. Ist halt auch eine kleine Größe. Hätten wir jetzt ein paar Milliliter mehr machen können. Wie viel Milliliter haben wir hier? 15 Milliliter. Naja, man hätte es ja auch auf 20 Milliliter hochsetzen können, aber das ist jetzt meckern auf hohem Niveau und Ahava ist jetzt halt auch nicht günstig. Noch nicht so das Gefühl, als wäre das ein Restekalender, als wäre es ein Zeitschriftenprübchenkalender. Das finde ich schon mal gut. Also mein Gefühl bei diesem Kalender ist positiv. Die Nummer 17. Eine Miniatur von Versace. Pour Femme Dylan Türkis. Diese Dylan Blue, Türkis, Purple, was auch immer Düfte, die sind sehr beliebt. Ich habe noch nie an einem gerochen, weil ich rieche mal dran. Pure Femme ist ja Dame, ne? Das hier ist die kleine Miniatur. Nee, Leute, das ist nicht mein Duft. Der riecht, der hat was von Kölschwasser. So ein bisschen. Und Alkohol. Nee, den Duft mag ich nicht. Nee, das ist jetzt nicht mein Duft. Ich meine, Düfte sind immer sehr individuell, aber es ist nicht mein Duft. Oh, der ist nicht so. Nee. Nee, das riecht mir zu streng nach zu strenger Dame mit Geld. Nee. 18. Ah, das Produkt kennen wir auch durch Beautyboxen von Pai, das Rosehip Bio Regenerate Facial Oil. Pai ist auch so für mich so eine Boxenmarke. Ja, ich mag Gesichtsöl nicht ganz so gern. Ich mag das Gefühl halt einfach nicht. Hier haben wir 10 Milliliter. Vielleicht teste ich das oder auch nicht. 19. 19 ist von Clairol Paris das Lip Comfort Oil. Das ist hier so eine kleine Größe. Das ist halt auch was, wo ich mir denke, also das hat schon Zeitschriftencharakter. Ne? Das ist so eine Größe. So ein Produkt hätten wir vor 6 Jahren auch mal in der Zeitschrift gehabt. Das ist hier dieses kleine Öl. Ich finde es schön für in die Handtasche und so, aber da sage ich ganz ehrlich, es hätte anders sein können. Ist halt meine persönliche Meinung. Aber ist jetzt kein schlechtes Türchen, zumal auch diese Größe Geld kostet. Ich sage mal so, es geht ja auch nicht nur darum, günstig was abzuschnappern, wobei doch, aber ich möchte jetzt auch nicht so den Charakter in dem Kalender haben, dass das Resterampe ist, was hier nicht so ist, aber so allgemein gesagt. 20 von Wella Professional, die Ultimate Repair Maske mit AHA und Omega 9 in 75 Milliliter. Ich hatte die schon mal. Ich hatte die schon mal in kleiner gehabt, fand die ganz gut. Fand die ganz gut. Nicht weltbewegend gut, aber ganz gut. Wobei natürlich die Ansprüche meiner Haare nicht die Ansprüche aller Haare sind. Ne? Meine Haare brauchen schon viel, viel Liebe und viel, viel Produkt und so. Und ich fand die Maske ganz gut. So, wo sind die 21? Where are you? Die Nummer 21 von Benefit, die Bad Girl Bang Mascara in einer kleinen Größe. Ja, ich weiß nicht so, was ich von diesen Mascaras von Benefit halten soll. Sind halt Mascaras, ne? Und ich finde halt schon, dass Drogerie-Mascaras mit High-End-Mascaras mithalten können. Das ist ein Gummibürstchen, genau. Und vom Bürstchen her erinnert die mich so ein bisschen an die Essence Lash Without Limits Mascara, die ich so gerne mag. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie so viel besser ist, wie es der Preis vermuten lässt. Aber das ist nur meine persönliche Einschätzung. Getestet habe ich die Mascara noch nie. Vielleicht kriege ich auch mein Benefit Full Face hin. Wobei mir da die Foundation fehlt. Mal gucken. Die Nummer 22. Das ist aber schön. Die Nummer 22 enthält gleich zwei Produkte, was mich super, super freut. Von Sol de Janeiro das 62er Cheerios mit Pistazien- und Salted Caramel Geruch. Das ist hier dieses Produkt. Wie viel Milliliter haben wir? 30? Warte mal. 30 Milliliter und das ist natürlich so ein Renner. Und das Sol de Janeiro und die Sol de Janeiro Delicia Trench Body Butter. Sol de Janeiro ist eine Marke, die kennen wir durch Beautyboxen, durch Kalender, durch Beautyboxen, durch Kalender, durch Beautyboxen und Kalender. Und gerade dieses Cheviosa 62 ist halt ein Produkt, das ist
überall mit dabei. Und ich mag ja keine Produkte, die überall mit dabei sind. Aber das riecht halt einfach so geil. Also ich bin ein Hamster, was diese Produkte angeht. Ich habe auch die Haarpflege-Serie getestet davon mit diesem Duft. Und das Video kommt auch bald online. Dann diese Delicia Trench Butter. Habe ich noch nie getestet, beziehungsweise den Geruch kenne ich nicht. Ich kriege das jetzt auch gerade irgendwie nicht auf. Ich habe mal von irgendjemand gehört, dass die dieses Dings nicht aufkriegt. Ja, jetzt. Moment. Ich bin hier hart am Arbeiten für euch. So, wie riechst du? Das riecht blumig. Das ist so ein ganz, ganz blumiger Duft. So ein bisschen Veilchen würde ich da jetzt mit viel Fantasie rausriechen. Weiß nicht, ob das so mein Duft ist. Habe ich davon nicht auch das Body Spray mal gekauft in einem Set? Ich weiß es nicht, aber mir war das jetzt nicht bekannt, dass ich den Geruch schon kenne. Aber ein tolles Türchen. So, die Nummer 23, ein Tag vor Heiligabend. Hier kommt so ein Sack raus und ich vermute, dass es ein Gua Sha Stein ist. Also die Marke ist Rosenthal. Es ist ein Gua Sha Stein. Das ist ein richtiger Stein, das ist kein Plastik. Nee, ist kein Plastik. Gua Sha Steine. Gua Sha Steine sind schön und gut für die Leute, die sie benutzen. Ich habe noch nie einen Gua Sha Stein benutzt, weil ich habe Hände, wo ich dann meine Produkte einmassiere. Aber vielleicht sollte ich mal einen benutzen, einfach, dass mal einer benutzt ist. Ist ein hochwertiges Produkt und für Leute, die sowas mögen, ist das toll. Aber wir wurden in den letzten Jahren so zugeschmissen mit dem Zeug, das ist nicht mein Produkt. Aber es ist nicht schlecht. Ne? Das, wie gesagt, alles hier ist meine persönliche Meinung. Die Nummer 24, ein sehr, sehr großes Türchen. Ich hätte jetzt gern was Besonderes und ich weiß nicht, was drin ist. Ah doch, ich weiß, was drin ist. Die Nummer 24 ist einfach ein Original NYX Produkt und zwar die Anti-Aging Global Alpha 3R Technologie Creme in 50 ml. Das ist ein Full-Size Produkt. Ist das eine Tages- oder eine Nachtcreme? Innovation, globale Anti-Aging Creme, regeneriert, restrukturiert für alle Hauttypen mit Retinol, für einen sichtbar jüngeren Teint. Die Haut wird Tag für Tag gestärkt und revitalisiert. Morgens auf das Gesicht auftragen. Also ist wohl eine Tagescreme. Eine Nachtcreme hätte mir besser gefallen. Aber gut. Bevor wir uns zu einem kurzen Fazit sehen, blende ich dir nochmal alle Produkte in der Übersicht ein. Und wir sehen uns gleich zum Fazit. So, du hast deine Produkte nochmal in der Übersicht gesehen. Ich muss sagen, ich bin begeistert. Mir gefällt der Kalender gut. Ich bin begeistert. Es gibt jetzt kein Produkt, wo ich jetzt sage, boah, das geht gar nicht und so. Man merkt halt immer bei den Kalendern, dass da die Sparmaßnahmen immer mehr angetrieben werden. Aber der Kalender ist gut und für 5 Euro pro Türchen, finde ich, haben wir viele Produkte, mit denen man was anfangen kann, also ich zumindest. Und es ist halt, also es ist ein sehr schöner Kalender. Wir haben Pflege, wir haben Beauty und ich finde den Mix auch super, super schön ausgeglichen. Ja, das war's mit meinem Video. Lass mich gerne deine Meinung zum Adventskalender wissen. Schau auch gerne mal in die Playlist, die ich bereits erstellt habe für die Adventskalender. Und ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Tschüss!